Willkommen zurück bei der Geheimbund 7, Drohende Schatten, die Sammler-Edition. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir letzten Stream gemacht haben, das ist 5 Tage her. Ich weiß, wir haben irgendeine random Freundin, die Wissenschaftlerin ist, die gesagt hat, ejo, Schneckche, komm mal vorbei. Und dann wurde Mindy, Cindy, Candy, Melinda, ich habe keine Ahnung mehr, wie sie hieß, von der Schattenlady besessen und wir so, okay, wir haben keine Ahnung, wer du bist, aber wir versuchen mal, dich zu retten. Passt schon. Und genau da machen wir jetzt weiter. Wir haben offenbar in dem Wimmelbild aufgehört. Hatte ich wohl keinen Bock. Ich erinnere mich total, ich habe vergessen, wie das Frettchen hieß, aber ich erinnere mich total, dass wir das Ding zurückgebracht haben. Righty right. Wir haben nicht in dem Wimmelbild aufgehört. Ich dachte gerade, wir müssen die Sachen hier unten suchen. Nein, die Szene ist einfach so. Okay. Ich brauche keinen Klebstoff mehr. Ja, warum kann ich denn hier noch hinklicken? Ach so, weil ich den Korken noch öffnen muss. I see. Können wir die Flasche, also können wir den Hals nicht einfach abschlagen? Nicht. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Sag mal, die Musik ist gerade schon extremst leise, oder? Also es ist Musik da. Ich frage mich nur, warum die Musik im Spiel an sich deutlich leiser ist. Als im Menü. Also warum ist im Hauptmenü so viel lauter? Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Es ist ein Wimmelbildspiel. Viele Sachen machen hier keinen Sinn. Von daher. So, hier brauchen wir noch die 2 Sterne. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir hier machen mussten. Sumpfige Brücke. Oh, wir mussten die Traumfänger vervollständigen, ne? Also 2 hatten wir schon, aber hier muss noch irgendwie eine Feder rein oder so. Ja. Da musste das Ding hin. Und hier mussten wir das Teil besiegen und dazu mussten wir erst die Traumfänger vervollständigen, ne? Aber guck mal, wir können. Achso, ich dachte, wir können den mitnehmen, aber nein, können wir nicht. Wir brauchen noch einen davon. Hier geht nichts mehr, ne? Vorerst. Also außer, dass wir die Goldeinlage befestigen müssen, aber die Ecke ist zu dunkel, ne? Aber wir haben auch kein Licht. Okay, können wir nochmal mit Druidi McDruidenface sprechen? Nein. Etwas Futter könnte. Ach, sind die Bären das Vogelfutter? Ah, okay. Und der droppt natürlich ganz zufällig eine Feder. Wer konnte damit rechnen? Wow, und aus den magischen Teilen entsteht jetzt der magische Farbkreis. Ich denke, mein magisches Arm. Ja, okay. Oh, wow. Ist es ein neues. Oh, wow. In wie vielen Artifacts-Mundi-Spielen haben wir dieses Minispiel schon gehabt? Vor allem ist das 1 zu 1 im. Also nicht 1 zu 1, aber das ist vor allem im letzten Secret Order-Teil drin gewesen. Als wir nämlich relativ am Anfang den Hubschrauber reparieren mussten. Mussten wir auch Stumpfkabel umstecken, meine ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. So. Wie funktioniert denn der Lack hier? What? Okay, grün ist Schere und Faden und daraus wird ein Hemd, ja? Ist das der Deal? Okay. Und aus Raupe und was auch immer wird Schmetterling. Aus Raupe und Blatt wird Schmetterling. Natürlich, die Raupe frisst das Blatt, okay. Klingt logisch. So, rot soll. Soll das ein Steak sein? Ich habe keine Ahnung. Dann der Hirsch und Pfeil und Bogen? Okay.
Können wir das nochmal umstecken? Ich möchte nicht, dass sich das überkreuzt. Ach, das soll eine Biene sein, ja? Es sieht wie alles Mögliche aus, aber nicht wie eine Biene. Und aus Biene und Blume entsteht Softporno. Experte für Belastbarkeit. Und kluger Kopf. Gott, unsere Magie hat das Meer geteilt. Was haben wir jetzt gefunden? Was haben wir denn gerade eingesammelt? Das Ding ist nirgendwo hingegangen. Was? Wow, das war unspektakulär. Nee, es kann eigentlich kein Sammelobjekt gewesen sein. Also dann hätten wir den ganzen Schmonz gar nicht machen müssen, um das Ding zu besiegen. Wahrscheinlich hat sich einfach unser magisches Armband damit verbessert. Verschlechtert, keine Ahnung. Verschlimmbessert. Der Ziegel scheint locker zu sein. Dann hämmern wir den doch mal. Oh, wie passend. Noch so eine Rune. Okay, was ist das hier für ein Dreikreis? Ah, okay, ich muss die Teile hier finden, ja. Aber in der richtigen Reihenfolge vermutlich. Zwei. Drei. Nee. Vier. Fünf. Hier unten. Sechs, okay. Dann geht das magische Handschuhfach auf und da drin ist ein Sonnenstein. Macht er uns Licht? Nein, sehr bedauerlich. Ich habe keine Ahnung, wo wir einen Sonnenstein brauchen, aber okay. Können wir eigentlich inzwischen mal... Ach so, können wir den hier drauf setzen? Ah, I see. Dann setzen wir das Ding da ein. Und dann schießen wir mit der Armbrust auf das... auf den Rauch. Lebensraumretter. Natürlich. Das ist auch eine Sache, die Wimmelbildspiele dringend mehr gebraucht haben. 17 Achievements pro Szene. Reliquienkugel, was können wir denn hier machen? Ich muss etwas finden, das ich als Leiter benutzen kann. Zum Beispiel eine Leiter. Okay, hier ist auf jeden Fall das einzige Sammelobjekt, was wir brauchen. Hier ist ein Pfeil. Ah, das ist der, den wir abgeschossen haben. Der überraschenderweise durch... Ich bin mir sicher, ich kann ihn irgendwie senken. Von was sprechen wir? Deinem Blutdruck, oder? Okay, hier sind seltsame Sachen mit bei. Dracheninsignien. Schnecken. Das ist ein Schneckenhaus? Okay. Da fehlt so ein Stein. Hier geht was. Voll die Leiter. Kann ich... Ich brauche zuerst den Goldteil. Was? Verzierungssockel. Ich habe keine Ahnung, was das von mir will, aber okay. Amethystglas. Ich hätte es vom Glasauge gehalten, aber... Was weiß ich schon. Okay, nein, das geht so nicht. Warum können wir jetzt den Pfeil denn schon wieder... Achso, und jetzt machen wir ja, natürlich. Nehmen wir den Sonnenstein jetzt ab und schmeißen den restlichen Stein... Pfeil weg. Achso, und das tun wir jetzt hier rein. Aus... Gründen. Können wir... Nein, warum auch? Können wir noch was machen? Nee. Das macht ja alles gar keinen Sinn. Können wir das einfach hämmern?
Kann ich das Drachensymbol beim Druiden irgendwo einsetzen? Nein, das muss hier, glaube ich, hin, ne? Haha. Okay, das ist einer von zwei Sternen. Das hilft mir jetzt nur bedingt weiter, um ehrlich zu sein. Aber das Schneckenhaus sieht so ein bisschen korkenziehermäßig aus, wenn wir ehrlich sind, ne? Genauso geht das. Okay, wir brauchen nicht etwas, das in der Flasche ist, sondern wir brauchen den Korken. Warum auch immer. Wie viel hast du schon verpasst? Mindestens 4 Stunden. Nee, so 10 Minuten ungefähr. Aber auch bei 4 Stunden wäre die richtige Antwort bei einem Wimmelbildspiel nichts Wichtiges. Nichts Nennenswertes. So, ich. Ich habe halt keine Ahnung, was das Teil von uns will, ne? Ist ein magischer Korken und der macht Licht. Mist. Da können wir nicht ran, da können wir nichts machen. Hier irgendwo noch so ein zweiter Stern rum, den ich nicht gesehen habe. Hier können wir einfach noch nichts reintun. Auch nichts mehr mitnehmen. Wäre beim Druiden noch irgendwas, wo das Teil reinpasst? Nee, ne? Hier in der Szene geht, glaube ich, auch nichts mehr, oder? Aber wir können die Glühwürmchen noch in einem Glas einfangen. Oh, damit können wir bestimmt dann da hinten Licht machen. Wir haben aber kein Glas. Ist natürlich tragisch. Noch weiter zurück können wir nicht, ne? Nee. Okay. Also hier wäre so eine Kerze. Und die könnten wir bestimmt mit dem, was hier Licht macht, anzünden. Und dann könnten wir da hinten wahrscheinlich auch Licht machen unter dem Baum, aber... Es sind natürlich auch unwichtige Details. Können wir das Ding einfach kaputt hauen? Nein. Okay, wir stecken den Korken da einfach rein. Und dann nehmen wir den Korken wieder raus und fangen die Glühwürmchen ein und... Natürlich mussten wir dafür erst den Korken reinstecken, damit wir ihn dann als nächsten Move direkt wieder raus. Nee. Geht's mittlerweile wieder um Zeitreisen? Nein. Also ging es die ersten 1,5 Stunden vom Spiel nicht. Im letzten Stream geht's jetzt auch nicht. Aber wir können jetzt tatsächlich Licht machen. Und haben jetzt eine Wimmelszene oder so. Wir brauchen so einen Quastenflosser. Goldener Käfer. Löffel. Ich will jetzt nichts löffeln, danke. Und wir kriegen hier auf jeden Fall den Stern raus, den wir brauchen. Okay, der Käfer läuft nicht weg, wenn ich ihn anklicke. Ich könnte es mit einem kleinen, scharfen Gegenstand aushebeln. Okay. Ich brauche den fehlenden Knopf, um ihn zu öffnen. Ich habe keine Ahnung, was diese... Ah, okay, das war natürlich das Teil. Dann brauchen wir einen Schlangenring, soll das sein. Okay, das ist dann wahrscheinlich das Teil. Ah nein, das ist eine Silbernadel, okay. Ist das der Schlangenring? Ich finde, das sieht total so aus. Also so ein bisschen. Aber okay, das ist er vermutlich auch nicht. Knopf. Das ist vermutlich das Teil, was wir erst aushebeln müssen. Der Kolibri ist da drin, da müssen wir aber... Wait, ein Vogel fehlt? Sicher, dass der Text passt? Er zieht vielleicht zurück, wenn ich ihm etwas Leckeres gebe.
Keinen Löffel offenbar. Ja gut, wir gehen einfach. War doof. Eine Walnuss. Okay, ich würde gerne die scheiß Walnuss anklicken. Danke, das habe ich jetzt dreimal probiert. Was? Okay, das geht nicht mit dem Löffel. Das geht nicht mit dem Löffel. Können wir dem Käfer nicht einfach eine watschen? Das finde ich total okay. Können wir denn nicht irgendwas anderes als diesen Löffel nehmen? Also wir brauchen entweder den Knopf oder was kleines Scharfes, um das Ding rauszuholen, oder einen Snack für den Käfer. Oder einen Korkenzieher. Ich sehe nichts davon, um ehrlich zu sein. All das geht nicht. Das auch nicht? Das auch nicht. Nein, das geht mit allen vier Sachen nicht. Ein Ring könnte die Pflanze zurückhalten. Aber du hast Hände. Mach die Pflanze doch einfach zur Seite. Aber okay, ist offenbar keine Option. Wir haben aber auch keinen Ring. Oh, da können wir die Silbernadel. Wait, wir können einfach die Sachen, die wir eingesammelt haben, benutzen. Okay, never mind. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Okay, dann packen wir den Vogel hier hin. Und dann geht der Korken natürlich auf. Ich muss die Beere herausholen. Ja, dann schütte das Glas da um. Uff. Okay, und der Käfer freut sich natürlich total über die Brombeeren. Dann müssen wir diese Blätter natürlich wegbürsten. Das können wir auf keinen Fall mit der Hand machen. Dann haben wir den Schlangenring, damit können wir das Gras zurückhalten. Dann brechen wir das Ei mit der Walnuss auf. In dem Ei ist natürlich ein Knopf. Was ist das bitte für ein Bullshit? Ich glaube echt, wobei es sind ja nicht Artifex Mundi, es sind ja Sunward Games. Ich glaube echt, Sunward Games haben bei ihren Minispielen keine Lust mehr gehabt. Mondstein. Müssen wir den jetzt festhalten und die Kraft spüren? Und dann fliegen und siegen? Ich meine, schön, dass wir jetzt den Mondstein haben, aber was machen wir damit? Ach, den können wir hier einsetzen. Okay. Oh, okay, ich verstehe. Nachdem jetzt, das ist super unübersichtlich, hätte man das farblich nicht ein bisschen besser abheben können? Wie ist das so super matschig? Okay, zwei in die Richtung, drei in die Richtung, zwei in die, okay. Wir müssen zwei in, das war die falsche Richtung, aber so rum geht's auch. Dann möchte ich jetzt gern zwei in die Richtung, zwei in die Richtung. Dann möchte ich gern drei in die Richtung. Dann möchte ich gern zwei in die Richtung und zwei in die Richtung. Danke. Okay. Das sieht aus wie ein Sockel. Ach ja. Finde ich nicht. Okay. Dann müssen wir das Teil vermutlich hier reinstecken. Dann ziehen wir das ganze Ding da raus, dann setzen wir den ganzen Klumpen da ein, dann setzen wir das da drunter, dann ist das Stargate fertig und dann können wir das Efeu natürlich nur mit dem magischen Armband wegmachen, auf keinen Fall mit der Hand. Und dann setzen wir das Teil hier ein und das Spiel ist vorbei. Whip-hey! Haben unser Krönchen, können nach Hause gehen. Nice. Excellent work. You must use the ring and the diadem's powers wisely. This will take you to the next relic's location.
Farewell, Champion. A Champion. Wow, na dann gehen wir mal.